Herzlich willkommen zu Florian Homschricht Klartext auf YouTube. Ja, heute wieder eine sehr gute Idee unserer Abonnenten. Es geht um das Thema ETF. Exchange Traded Funds, oh Gott, das ist ziemlich trocken. Wie können wir das interessant machen? Und deswegen haben wir es lange vor uns hergeschoben, das Thema. Aber mein lieber Schwan, Exchange Traded Funds, passives Investment, auch Buy and Hold Investment, das tangiert fast jeden, der investieren will. Ja, weil wenn man das Geld einem sogenannten aktiven Fondsmanager anvertraut, dann sind erstmal die Gebühren zwischen 3- und 5-mal höher, je nach Anlagekategorie, in der man investiert ist. Und zweitens ist das auch bekannt, dass sehr viele aktive Manager, das sind ungefähr 80%, es nicht schaffen, diverse Aktienindizes langfristig outzuperformen. Deswegen ist ETF doch ein brisantes Thema, falls ihr irgendwie Geld anspart, investiert. Nur die Kehrseite. ETF sind passiv. Sie werden größtenteils von Computern getradet und gehandelt. Diese Fonds, die Investmentthemen an der Börse über eine Fondsstruktur darstellen. Und da liegt natürlich auch ein ziemlich erhebliches Risiko. Solange Geld in die Märkte fließen durch Zentralbanken, die immerhin 50% der Weltwirtschaftsleistung durch ihre Bilanzen darstellen. Das ist eine Zahl, bei der Argentinien mehrmals bankrott ging. 50% zum Weltwirtschaftsprodukt. Das ist schon knackig. Und dann fließt das Geld und es fließt immer wieder. Und wenn der Markt etwas fällt, solange das Geld fließt, gehen die Aktien trotzdem höher. Es ist gar nicht so wichtig, was abgeht in der Weltwirtschaft, ob politische Risiken bestehen, wirtschaftliche Risiken bestehen, Zinsrisiken bestehen und so weiter. Das heißt, der Markt baut sich immer weiter auf und das größtenteils durch passive Produkte, aber auch durch sogenannte Handelsalgorithmen, die auch mittlerweile verstehen, dass das, was man in Englisch sagt, buy the dip, also die Korrektur kaufen, weil es geht ja sowieso höher, eine Art Momentum darstellt, also in dem Fall nach oben gerichtet. Die Kehrseite ist natürlich, dass dasselbe Momentum, was aufbaut, jetzt sind vielleicht die Zinsen höher, Inflation steigt an, es gibt Alternativen zu Aktien und dann kann durch einen gewissen Auslöser, das ist ein schwarzer Schwan sein, eine China-Krise, große Pleiten in Japan, ein überraschender Anstieg bei der Inflation, also Dutzende von möglichen Gründen, kann diese Kaskade, oder sagen wir mal vielleicht ein Austritt Italiens oder eine extreme Unruhe zwischen diesen Ost-EU-Mitgliedern zu den West-EU-Mitgliedern, die wollen keine Pflicht empfangen. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum diese Kaskade auch mal nach unten kommen kann. Und da sie ja passiv ist und einfach nur auf Reaktionen an der Börse erwartet, kann es sein, und dass der Meinung sind wir, dass sich Märkte sehr, 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 sehr stark nach oben entwickeln. Es kann auch noch eine Zeit lang weiter so gehen, aber dass man irgendwann einen Punkt erreicht, wo wie ein Domino-Effekt ein schwarzer Schwan, eine schlechte Entwicklung, die andere zu einem starken Momentum nach unten bringt. Und das kann natürlich bedeuten, dass Märkte nach oben viel weiter gehen. Erinnert euch vielleicht an die Dotcom-Blase. Da waren Werte wie Cisco mit 176 Mal Gewinn bewertet, Microsoft um 50 Mal. Und von den 12 großen Werten damals, ja, haben es nur 3 überlebt. Das heißt also auch die Börse kann durch dieses Momentum, durch diese starke Prävalenz von ETFs auch nach unten überkorrigieren. Deswegen schließen wir bei einer Abwärtsbewegung eine Korrektur von 50% und mehr, das ist ja keine Korrektur, das ist ja eigentlich schon ein massiver Börsencrash,
nicht aus. Und deswegen sagen wir auch, um das Thema ETF abzuschließen, ja, investiert ruhig in die Märkte, aber wie Nassim Taleb sagt, einer der ganz großen Experten und Gurus in meinem Metier sagt, sich nicht abzusichern bei solch erhöhten Bewertungen und Börsenständen ist grob fahrlässig. Und viele meiner Zuhörer wissen gar nicht nach 9 Jahren Hoss, was das ist, ein Crash, eine Börsenkorrektur. Aber das Potenzial für einen Börsencrash mit noch mehr passiven Investieren, noch mehr ETFs, ja, der steigt, ist selbstverständlich. Und jetzt schaut euch mal noch mal einfach an, wenn ihr das nicht glaubt, geht doch mal bitte ins Internet und schaut euch an die Anzahl der ETFs, die auf steigende Kurse investieren im Verhältnis zu den inversen ETFs. Die könnt ihr nämlich auch kaufen, die auf fallende Kurse spekulieren. Und das Verhältnis ist ungefähr 30 zu 1. Aber das dementsprechend noch nicht genug. Jetzt muss man sich mal die Volumen der börsennotierten Long-Only-ETFs anschauen gegen das Volumen der sogenannten inversen, nach unten spekulierenden ETFs. Und da ist das Verhältnis deutlich 200 zu 1 und mehr. Das macht mir Angst, aber wenn ich nicht Profispekulant wäre, würde ich auch nicht sagen, dass man davon nicht zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Anlagedisziplin profitieren kann. Ich verbleibe mit dem eigentlich trockenen Thema ETF. Es ist nicht trocken und es ist nicht langweilig. Bitte seht es nicht als Geektum, als Nerdtum an. Es hat eine hochgradige Relevanz und bei starken Korrekturen, genauso wie jetzt bei stark steigenden Märkten, immer noch muss man es auf dem Radarschirm haben. Und tschüss, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Florian Homm spricht Klartext auf YouTube.